Tourette bei Möbel aufbauen, das klingt nach einer Sache, die absolut nur nach hinten losgehen kann. Und da bin ich definitiv bereit, jetzt auch den einen oder anderen Lacher wieder wegzustecken. Okay. Nein! Ja, kriegen das hin, okay? Ja, wir bauen jetzt den Schrank für das Streamingzimmer auf. Oh. Bro, warum ist euer dreckiges Much-Video so gottverdammt leise? Wieso habt ihr immer Soundprobleme, Digga? Wie kann das sein? Wie kann das sein, Alter? Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bewandert sind wir damit? Minus 3. Guckt euch ja bitte an, was für ein cooles Bild Jan sich einfach bestellt hat. Junge. Weißt du, wenn ich die Kamera stecke? Das ist von Monte. Das sieht aber einfach nur schrecklich aus, diese Werbeanzeige. Das sieht hier ist ein neues Bild, da ist ein neues Bild. Oh, geil. Das ist nichts Neues. Digga, jetzt mit dem Fade, Alter, und dem Undercut an der Seite und dieser orangen Haarfarbe obendrauf. Ich habe übrigens Bock, morgen mal einen Shopping-Stream zu machen. Habt ihr darauf Bock? Perfekt, haltet doch die Fresse. Kann man gut zum Baumarkt fahren. Ich gehe jetzt aufs Loch rein. Was ist das? Das ist die verwendete Klobürste für Steh-WC. Erzähl das, du musst es mal erzählen mit Wish. Ja, okay, also ich erzähl's euch. Das hier ist, also das, ich hab Wish verwendet. Ich habe dort eine Klobürste bestellt und ich habe auf Wish eine Klobürste bestellt und dann habe ich das hier bekommen. Wenn du Klobürste auf Wish bestellst, Digga, was ist das? Was ist, für welche Toilette, Digga? Wem soll das helfen, Alter? Ist das vielleicht für das eigene Arschloch oder so? Ich kann's nicht sagen. Damit könnte ich mir glatt die Zähne putzen. Oder andere Sachen. Für so ein Sektglas geht das oder für die Stehtoilette, aber natürlich nicht beides gleichzeitig, das wäre ekelhaft. Genau, ich trinke aber eigentlich, ist ja Sekt und dazu Sekt ist ja kein Unterschied, ne? Erst nacheinander, ne? Erst die Toilette und dann das Sekt da. Hallo! Au! Ja, geil, Ei! Geil, Alter, geil, ja, das wollen wir sehen. Darum sind wir hier. Ja, rein damit, ja! Ja, geil! Simsalabimmel! Ja, und rein ins Pissloch. Geil. Gib das her! Was ist das los? Wollten die nicht eigentlich Möbel aufbauen? Dann schlägt er einfach nur diesen armen Kameramann Tim mit der Klobürste. By the way, cool, dass Tim hinter der Kamera ist heute. Wo der schon überall drin war. Will ich das wissen? Putz mir die Zähne. Ii. Alter. I. Lass uns das verwendet, weil das da jetzt irgendwie ekelhaft geworden. In Adiletten! Sollen wir das... Oder was ist das für ein Bild? Sollen wir das, was... Du willst nicht sagen, aufhängen. Das kannst du nur verbrennen. Ins Streamingzimmer hängen oder soll das ins Gästezimmer? Damit alle Gäste, die jemals bei mir schlafen, werden mit diesem wundervollen Bild aufwachen. Aber Streaming ist halt auch so, ich bin so, die ne? Sonne, das ist dein Hündchen und das bist du. Du machst einen schönen Balletttanz. Doch für die Gäste super. Ganz toll. Das wünscht man sich mehr. Also ich hab noch eine Menge Träume und das gehört nicht dazu. Also ich weiß es nicht. Ich auch nicht, gar nichts. Leute, ihr könnt ja mal abstimmen, wo soll das Bild hängen? Soll das ein Streamingzimmer oder soll das ein Jans Gästezimmer? Das soll über die Toilette, Alter, damit man, wenn man kotzen muss, auf jeden Fall schneller zum Ziel kommt. Also wir machen heute nochmal ein Video mit einem iPhone. Wenn Bibi und Julienko das schaffen, dann schaffen wir das auch. Und ja, wie kommt es dazu, dass wir das mit dem Handy und nicht mit der Kamera filmen? Weil euch Qualität scheißegal ist und ihr ein Handycam-Vlog schallert. Ja, könnte sein, dass eine gewisse Person die Kamera bei Sido liegen gelassen hat. Ups. Ihr wart bei Sido? Ah ja, Jungs. Berlin. Ja, in Berlin vergessen die Kamera, aber immerhin ist sie nicht geklaut worden. Das war echt super. Wer sagt, dass Sido die Kamera nicht geklaut hat? Die kriegen sie kommende Woche, glaube ich, zurück. Der Hintergrund wird jetzt langsam auch mal dekoriert. Bilder aus unserem Alltag. Das Jahr 2019 in a nutshell. Alle die ganze Zeit besoffen und im Krankenhaus. Saugeil, Digga, saugeil. Da, wo ich eben im Krankenhaus lag, war Tim auch müde, dann haben wir uns halt direkt auf der Intensiv einfach mal schlafen gelegt. Das war so ein Ausschnitt, wo wir ein Betriebstreffen für Gewitter im Kopf hatten, und wenn ich es mal so ausdrücke. Und das ist ein schönes Foto aus dem Restaurant. Bibi hat gesagt, ich soll in meinem Flur eine Galerie machen. Ich bin dabei. Das ist das. Oh, Tim, okay, ich bin gespannt. Hier wird auf jeden Fall meine Hilfe genommen. Das ist Kunst. Ich drücke damit. Ja! Ach, du Arschkind, ich drücke damit hier. Danke, dass ich wieder beleidigt worden bin, Bro. So, dann. Wo ist... Lass ihn erstmal zu Ende tanzen, ja. Digga. Lass ihn erstmal, bitte. Die Heimwerker sind wieder am Start. Ich habe echt schon überlegt, wir haben ja schon ein Format, was wir gar nicht können, das Kochen und Backen. Vielleicht sollten wir jetzt mal mit Werkeln anfangen. Genau, wir machen jetzt noch ein Format, was wir nicht können, und zwar Handwerken. Ja, ich hatte mich überlegt, ob wir dem Henry versuchen, eine Hundehütte zu bauen. Eine Hundehütte? Ja. Vielleicht eine Katze für Serengeti, ein Katzenhaus. Gibt es ein Katzenhaus, Alter? Oh Gott, das arme Tier. Warum? Ja, der soll ja nicht zum Schlafen, einfach so, um sich da reinzulegen, was für Schatten das, im Sommer. Was ist, wenn das einstürzt? Dann ist der Hund tot.
Und dann ist da so Nägel aus der Wand rausragen. So pessimistisch. Und dann wird ja aufgerissen und die ganzen Helme spritzen. Bro. Das finde ich ganz schön. So pessimistisch war ich bis jetzt noch nicht. Mach ruhig. Also handwerklich muss hier noch viel gemacht werden. Es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis meine Wohnzimmerlampe von der Decke runterkommt. Absolut. Wie kann man das einfach ignorieren, Digga? Das ist gemeingefährlich, Mann. Ja. Oh, die Zeit, also hier ist das Regal. So soll es mal aussehen. Boah, lecker mio. Das ist diesmal aber noch nicht mal Ikea, sondern eine Marke aus dem Balkan, die ich nicht kenne. Was? Eine Marke aus dem Balkan? Nee. Okay, wir sind verloren. Kann auch sein, dass die Beschreibung nicht auf Deutsch ist, aber das schaffen wir schon. Ikaros, dankeschön, Bro, für den Sub. Was da geht? Da steht sogar, wer es kommt. Es kommt aus China. Ja. Jetzt, na egal. Mann, jetzt geh doch wenigstens auf, gut. Daran scheitert. Ich hab schon Messer auf das Aufzug. Wo ist die Scheiße? Mann. Digga. Ganz wild, dieses Sound-Editing. Oh mein Gott. Ja, Bro, nimm das größte Messer der Welt, Alter. Ja, sie hat ja gestern im Stream so eine Frage gestellt, die eigentlich nur Psychopathen so beantworten. Ich hab die irgendwie genauso beantwortet. Ah, okay. Okay, ja, nee, also euch treffen würde ich jetzt erstmal wieder nicht. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nein, Digga, lass dem Jungen sein Katana. Digga, das geht doch schief. Irgendeiner von denen landet doch im Alter. Krankenhaus, Mann. Ich, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Das sieht schon so komisch aus. Hinter die Nägel, was ist das denn? Das sind die Schrauben. Ist das irgendwie so eine. Wie so eine neue Leber, die irgendwie transportiert wird? Genau, so sieht's aus, wenn man eine neue Leber bekommt. Ah, ja. Wie häufig wollen Sie das einpacken? Ja. Das ist echt Holz, denkst du? Auf keinen Fall, Alter. Ist das nicht eher beschichtet oder so? Für die Digga, das Presssparen mit so einem Dings drauf, mit so einer Folierung. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Digga, das ist so damn simpel, Alter. Junge, ich habe heute einen kompletten Schrank in 20 Minuten auseinandergebaut und wieder aufgebaut, Digga. Er sagt, ach du Scheiße, Mann, das ist ja so einfach, Junge. Wie lost bist du denn? Ich glaube, wir brauchen so ein... Was ist das dann? Schraub-Dings. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie eine E-Mail. Ja, eigentlich schon. Dann setze ich aber jetzt die Teile trotzdem schon mal da rein. Das sieht auch extrem hässlich aus, dieses Möbelstück, Digga. Und J sind... Geile, coole Effekte hier mit diesem Jitter, guck mal. Schon. Dann setze ich aber jetzt die Teile trotzdem schon mal da rein. Geil eigentlich, das ist cool mit diesem Jitter-Effekt. Und J sind... Voll cool geschnitten. Ja, einfach nur diese Aufsätze, ne? Hey, da sind doch schon welche drinne. Willst du mich eigentlich verarschen, du... So Leute, wir haben jetzt hier schon mal dieses eine Regal, also dieses... Ist ja komplett schief. ...eine geschafft. Das wird gleich auf dieses Hauptstück irgendwie draufgestellt. Imagine, du baust Möbel auf und machst damit 400.000 Aufrufe, Alter. Ich will das auch. Und wie ihr seht, Jan hat keine Ticks. Jetzt müssen dann noch diese Metalldinger wieder rein. Also ich muss sagen, bis jetzt geht's doch leicht. Nein! Du bist ein dummes Stück Scheiße. Ja, immerhin, das war übrigens kein Tick. Er sagt einfach nur die Wahrheit. Leichter als ich dachte. Das war übrigens ernst gemeint. Ich finde auch, dass es schneller geht, als ich gedacht habe. Und das ist genau von der gleichen Marke, wie, glaube ich, auch mein Badezimmerregal ist. Diese dämliche Firma soll froh sein, dass wir das unbezahlt ohne Placement machen. Jetzt musst du das hier oben reinschieben als Rückwand. Der Instagram Real Talk. Tschüss, Jan. Tschüss. Nein! Digga. Oh nein! Ich bin impressed. Ja, es ist 18 Uhr und jemand hat noch nicht seine Tabletten genommen. Was dann passiert, haben wir ja gestern in Friedrichshain gesehen. Was ist denn da passiert? Ja! Ja, erzähl doch mal. Ja, wir waren 3 Tage in Berlin und ich habe außersehen vergessen, genug Medikamente mitzubringen. Dann nimmt man einfach nur die Hälfte, oder? Dann habe ich mir ein bisschen Paranoia geschoben, dass ich einen Anfall kriege. Und da hatte ich mitten im Podcast-Interview eine Aura, also so ein Vorgefühl von einem Anfall. Das habe ich zumindest geglaubt. Dann habe ich mit meiner Neurologin telefoniert, die mich ein bisschen runtergebracht hat. Und dann ist auch nichts passiert. Und danach ging es mir wieder super. Auf dem Rückweg habe ich mich dann sogar zugeschüttet. Ja, da war der Rotwein auf Ex. Auf Nacken des Managements. Ihr seid Ehrenleute. Das stimmt eh. Aber nur, weil ich gesaufen konnte. So, weißt du, was jetzt kommt? Kommt jetzt der Nathan? Also, wir müssen jetzt hier das gleiche wieder machen wie gerade quasi. Ach, ja. Wie man sieht, hat Jan keine Ticks. Also, es läuft echt problemlos gerade, das Aufbauen. Die kommen gut voran, die Jungs. Ach, was? Nein. Jan, du machst dich kaputt. Das hat Geld gekostet. Ja,
Was für ein mickriger Billo-Schraubenzieher, Alter. Hey! Digga, wieso hat der nur so kleine Penner-Schraubenzieher? Was soll das? Da ist noch Garantie drauf, vielleicht gebe ich das noch zurück. Was? Hätte ich das nicht sagen sollen? Digga, Alter, wenn der es der Hand fällt, Junge. Hallo! Das war mega knapp. Verzeihung, ich nehme lieber die spitze Seite. Bro, imagine, der fällt ihm aus der Hand, Alter. Alter, ja. Bro. Oh, schwieriges. Schwierig. Mein Schraubenzieher ist größer als der, keine Sorge, Leute. Hör auf, bitte. Wenn das Ding abreißt, bist du tot. Und weißt du, was dann los ist? Ich lache dann. Okay. Ha! Warte, guck erst, ob das die richtige Seite ist, die du da machst. Die richtige Seite ist. Soll ich gucken? Ja, ich kann mir ja mit dem Auge ausstechen. Tu's nicht. Hallo! Ja, war! Ich hab das nicht wirklich da reingestochen. Ich bin Scherzkeks. Gisela nimmt wieder alle mal doppelt und dreifach Hops. Also kommen die nach außen? Nee, immer noch. Ja, doch nach außen. Und das soll es noch innen. Aber ist das die richtige Seite, die du hast von der Dings hier? Leck mich doch am Arsch. Du musst überlegen, dass die Rille muss ja hier hin. Ja, aber da kommen noch an beide Seiten welche hin. Oder da und da. Ja, aber auf der Seite sind keine Rillen, oder? Löcher, da sind nämlich auch Löcher. Nee, aber du hast die richtige Seite gehabt. Verwirr mich doch nicht! Entspann dich, Bro. Tut ihm leid. Tut mir leid. Wer macht die Kamera? Der Tobi. Ha! Und du fliegst raus. Tobi ist mein Mitarbeiter, also der wird nicht die Kamera bei euch machen. Das erste wäre sowieso, dass ihr eine Kamera habt, die der Tobi bedient und nicht ein Handy. Sorry Leute, die Aufnahme war kurz aus, aber wir haben es ja doch noch mitbekommen. Also Jan will mich ersetzen. Wer macht denn sowas? Wie ist es eigentlich so mit Tourette? Woher kennt ihr euch? Seit wann hast du das? All diese Fragen wurden noch nie gestellt. Kannst du eigentlich mit Hickse einschlafen? Nein, kann ich nicht. Ich bin seit dem Tag meiner Geburt wach. Ey, Junge. Wie geil diese Selbstironie, Junge. Es ist wirklich so, der schläft nicht, der schreit einfach nur. Oh. Seit dem Tag meiner Geburt so, wach. Ich will doch Holz haben, gib mir das. Ich hoffe, dass es mit der Quali echt geht. Ich weiß, wenn man so ein bisschen rauszoomt, also wenn ich so reinzoome. Warte mal, kommt hier nicht noch eine Zwischenstrebe hin, die man da zuerst reinsetzen müsste? Mit diesem größeren Objektiv. Was? Das sieht falsch aus. Das ist aber nicht falsch. Ja, weil die nicht gerade reingeschraubt sind, du Plepp, Alter. Das passt nicht. Doch, das passt. Nee, da Mann, weil die nicht gerade reingeschraubt sind, Aldo. Das passt nicht. Betten? Halt mal. Nee, ich meine, die Schrauben passen da nicht rein, weil das ist so klein. Müssen die aber. Bist du dir sicher nicht, dass es da nicht noch kleinere Schrauben gibt? Ja. Wo hast du das hier gesehen auf der Abbildung? Genau. Und E ist hier, ne? Digga, sag mir nicht, es gibt noch einen zweiten Teil davon, oder? Hab ich die falschen gesagt? Ja. Ach, Mann! Weißt du, ich hasse dieses Ding, ey. Boah, der ist echt abgefuckt, ne? Kennen die alle diese Muffmöbel, Alter? So, Freunde, wir haben jetzt da unten die Metalldinger dran genommen. Die Metalldinger sind. Diese Muffmöbel, wo man so richtig abgefuckt ist, Alter. Jetzt kommt hier noch das Metall. Wo nichts funktioniert, wo diese. Türen, dann sind wir schon fertig. Digga, wo diese Beschreibung so richtig scheiße ist und alles, Alter. So ein Ding ist das nämlich. Das sieht doch echt nicht schön aus, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Dem ganzen Spaß. Das einzige Problem ist jetzt noch, dass wir die Tür wahrscheinlich nicht mehr rauskriegen, weil das hier muss unten sein mit dem Magneten, damit der richtig schließt, weißt du? Ach, die Tür kriegt man noch raus, bestimmt. Mach du das lieber, ich hab Angst, das kaputt zu machen, damit ich es an der Schuld. Oh, jetzt hab ich's kaputt gemacht. Aber es ist draußen. Perfekt. Kaputt? Ja. Nein. So, das ist unser kleiner Schrank. Aber die Tür geht auch, obwohl du sie kaputt. Ja, ein bisschen. Ja, das soll sich nicht so anstellen. Er hat gar keinen Bock mehr, er hat wirklich gar keinen Bock mehr. Ich würde Real Talk gerne mal so einen Wettbewerb machen, Alter. Warum macht IKEA das nicht so als Placement-mäßig? So, Montana Black versus Unge versus andere Leute noch. Oh, fuck, Alter. Um die Wette gehen. Um die Wette Sachen aufbauen. Wisst ihr, was ich meine? So, das Ding hat immerhin funktioniert. Ich bin echt froh, dass das aufgebaut wurde. Sehr schön, Jungs. Ja, wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Es war mir eine... Also wirklich, es war wunderbar.